Obwohl größere Schäden im Landkreis Esslingen ausgeblieben sind, gab es für die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr aufgrund des Unwetters am Mittwochabend vereinzelt Einsätze. In der Köngener Blumenstraße wurde eine rund 40 Meter hohe Pappel durch einen Blitzschlag der gesamten Länge nach gespalten. Dadurch löste im Schloss Köngen die Brandmeldeanlage aus. Bürgermeister Otto Ropaner schilderte uns den Einsatz. Die Feuerwehr hat mich alarmiert gegen 1:15 und bin dann gleich mit hier rausgekommen. Der Blitz ist eingeschlagen hier in den Baum hinter mir und jetzt müssen wir das Areal großflächig absperren, damit keine Gefahr für Leib und Leben der Menschen ausgeht. Ja, im Nachbarhaus ist ein größerer Ast eingeschlagen, hat dort die Decke durchschlagen, hat auch wohl erheblichen Schaden im Innenraum angerichtet. Zum Glück war die Person nicht im Gebäude zum Zeitpunkt, wo der Ast eingeschlagen ist. Wir werden jetzt großflächig hier im Ort absperren. Oben die obere Neue Straße wird abgesperrt, der Kiesbeck wird abgesperrt, die Oberdorfstraße wird abgesperrt, da doch erhebliche Gefahr von dem Baum ausgeht. Hat eine ganz beträchtliche Höhe und immensen Schaden und kann jederzeit eigentlich umstürzen. Hat natürlich auch gravierende Folgen für unsere Kinderkrippe Sonnenwinkel, die natürlich auch im Betrieb eingeschränkt sein wird, beziehungsweise gar nicht öffnen kann, weil man nicht an dem Baum vorbeigehen darf. Die Feuerwehr Köngen war mit 4 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Auch im Eichwalder Ortsteil Eichelberg war die Feuerwehr aufgrund von Regen und Sturm im Einsatz. In Plochingen wurde durch die starken Regenfälle die Brandmeldeanlage eines Gartenbaumarkts beschädigt und löste einen Fehlalarm aus. Offenbar waren hunderte Liter Regenwasser in das Gartenhaus des Marktes gelaufen und beschädigten hier einen Rauchmelder. Verletzte gab es durch das Unwetter keine.